Nach einem Zeitsprung 1000 Jahre zurück in die Vergangenheit kümmert sich die Kigea um die verletzte Crew in der Krankenstation. Ilara und der Psioniker werden isoliert, können jedoch nicht vollständig neutralisiert werden. Dratnon macht eine Inspektion des Schiffes und prüft den Zustand der Verletzten. Lelio steht Ilara zur Seite und beantwortet ihre Fragen. Der wiedererweckte Gott Balthazar beginnt ebenfalls, das Schiff zu erkunden. Dratnon versucht, ihn abzufangen, gerät jedoch in einen Konflikt mit ihm. Um Balthazar loszuwerden, beschleunigt die Rebellion plötzlich und lässt ihn zurück. Dratnon begibt sich in einem Shuttle auf die Suche und kann Balthazar schließlich finden und wieder an Bord holen. Das Shuttle wird dabei jedoch zerstört. Unterdessen lernt Ilara ihre Nachbarin Natascha kennen. In einem angetrunkenen Zustand erleidet Ilara auf dem Schwerkraftflor des Achtsees einen merkwürdigen Anfall. Natascha bringt sie und Pikachu daraufhin zum Ausruhen in Ilaras Quartier.